Brittany's Signal kommt aus diesem Gebiet dort. Aber ich mache mir große Sorgen, weil der Überlichtschlüssel verschwunden ist. Ob wir ihn bei der Bruchlandung der Drake verloren haben? Ohne ihn können wir nicht nach Hause zurückkehren. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3. Wirklich eine 3? Oh Gott. So weit ist es schon gekommen. Zwei Spiele schon vorbei und jetzt der dritte Teil einer Trilogie. Unglaublich! Okay, ja, Garten der Begegnung müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Das Schiff, was hier so durchrauscht, sagt uns auch, wir müssen hier hin. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen auch dahin, weil so an sich gibt es ja da nichts mehr zu holen. Und das scheint auch gerade unsere einzige Option zu sein oder beziehungsweise unsere Mission zu sein. Was passiert, wenn wir hier auf Gespräch gehen? Dieses Malheur beim Landeanflug. Da war nicht allein die Schwerkraft des Planeten am Werk, sondern auch noch etwas anderes. Etwa die Unfähigkeit eines gewissen Captains? Könnte sein. Na gut, wir werden es herausfinden, vielleicht. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal Brittany helfen und... Ja, Brittany helfen und Nahrung suchen. Und vor allem Nahrung suchen. Und noch mehr Nahrung suchen. Garten der Begegnung. Noch zwei. Einheiten. Nahrung. Epische Musik! Setzt ein! Jaha! Brittany muss sich mit dem Gebiet befinden. Ich darf bei der Suche nach ihr allerdings nicht vergessen, dass unsere Vorräte zur Neige gehen. Zur Näge gehen. Zum Schnee gehen. Die Zwiebel ist mir gefolgt, aber wo sind die Pikmin? Ja, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ich glaube, die sind hier drin in der Zwiebel. Okay. Ganz ehrlich? Das Menü fand ich vorher schöner. Aber okay. Ist alles Gewöhnungssache und es sieht alles schöner aus, also von daher, ich kann mich nicht beschweren. Nice! Ah, die Zwiebel scheint eine Art Nest zu sein. Was soll ich denn jetzt nachgucken? Stell dich unter eine Zwiebel und drücke L, um Pikmin zu rufen oder zur Zwiebel zurückzuschicken. Okay. Es sollte möglich sein, die Pikmin über das Cockpit im Auge zu behalten. Okay. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe nicht nach dem verdammten Steuern geguckt. Gut. Nein. Moment, wie mache ich das jetzt? Programme. Ach. Ach. Wenn ich hier auf Programme gehe auf dem Gamepad, also es gibt hier so einen Button, der vielleicht kurz angezeigt wurde, dann gelange ich in dieses Menü, was jetzt gerade angezeigt wurde auf dem Gamepad, wo diese Pikmin freigeschaltet wurden. Faulenzen 2, Gruppe 19 beschäftigt 0. Ach, das ist ja interessant. Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Ist ein bisschen doof. Was passiert, wenn... Oh mein Gott. Okay, kommt mal alle hier. Du da auch. Und, bitte macht einfach mal das hier kaputt. Weil einfach deswegen... Und... Ihr geht jetzt auch nochmal da dran, weil einfach deswegen. Und das dauert ganz schön lange, fällt mir jetzt gerade auf. Ich glaube, ich bin... Oh Gott! Ein Bullbock, was auch immer Teil, was auch immer Dingenskirchen, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin hier gerade falsch. Ich glaube, ich sollte eher... Doch, ich bin da richtig. Sehr gut. Und jetzt geht ihr bitte alle da dran. Ja, komm, schleppt ihn ab. Hier an den. Sehr gut. Ihr kommt auch noch mit. Ihr könnt vielleicht einfach mal da dran. Und was auch immer da oben ist, das hätte ich gerne auch. Also hier zu zielen ist wirklich schwer. Das muss ich mal sagen. Scheint ja aber nicht wirklich weiterzugehen. Komm mal mit. Schnell hier ran. Da. Nee, das ist... Also das mit dem Zuweisen hatte ich noch besser... Wow, das ging jetzt schnell. Das ging jetzt aber richtig schnell. Wie haben die das jetzt so schnell geschafft? Wie viele waren vorher nur dran? Was habe ich falsch gemacht? Wir wollen hier nicht. Leute. Macht erst mal das jetzt... Wow.
Das ging schnell. Und neuer Datenchip. Pikmin holen Scherben, bis alle verbaut sind. Danach warten sie dort, wo die Scherben waren. Okay. Aber das will ich nicht, dass die warten. Die sollen nämlich davor noch was anderes machen. Hier gibt es nämlich noch Blümchen. Und dann nehmen die bitte mit. So, ihr kommt jetzt auch mit dahin. Und dann gehen wir hier hin und Dingenskirchen. Dann ist die Brücke schon fertig. Geil. Kann ich hier vielleicht... Oh, wie cool. Also ich bin jetzt gerade in diesen Pausemodus reingegangen. Und jetzt kann ich mir einen Überblick verschaffen, was hier alles noch so überhaupt zu sehen ist. Das stelle ich mir richtig praktisch vor. Kann ich mir so einiges vorstellen, was man machen kann. Schön, schön. Okay, dann wollen wir mal. Leute. Die Scherben, sie waren fertig. Verbaut. So. Ich kann kotzen. Okay, wo auch immer dieser eine ist, den... Oh Gott. Punktkäfer, er schläft. Das ist die Chance. Die Chance worauf? Die Chance, ihn zu vernichten? Habe ich das richtig verstanden? Schnell, alle auf ihn! Alle auf ihn! Sehr gut. Und jetzt schnappt ihn bitte. Oder teilt euch auf. Paar da dran, paar da dran. Und das mit den Zielen ist wirklich ein bisschen sehr schwierig. Aber na gut, ich will mich nicht beschweren. Denn ich habe einen weiteren Datenchip gefunden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist es? Versteck dich notfalls und warte auf eine günstige Gelegenheit. Ernsthaft, das geht? Wow. Nice. Okay, während die das machen, also die Wand einbashen, kann ich ja schon mal ein paar... Da. Und ihr? Ihr transportiert das jetzt bitte noch mit ab. Oh Gott, die sind fertig. Okay. Ich lasse euch kurz hier. Egal, was ihr macht. Ihr macht gerade einen guten Job. Ich bin stolz auf euch. Auf alle euch, Pikmin. Und, ja, kommt einfach mal mit. Auch wenn ich gerne wüsste, wo der Einzige... Da hinten ist er. Da hinten ist der Faulenzer Pikmin. Jetzt weiß ich's. Mensch, 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 Mensch. Ja, aber na gut. Wir haben ihn ja gefunden und das ist alles schön und gut. Ich wiederhole mich. Aber das ist egal. Okay, wir haben... Oh, da ist Brittany. Ich habe sie erkannt. Da liegt Brittany. Komme ich zu spät? So wie sie da liegt, ja. Brittany, bitte sei noch am Leben. Ich sehe auf das Gamepad. Na, no. Sie ist noch da. Sehr gut. Alf, bist du in der Nähe? Entschuldigung, ich bin wohl eingenickt. Hast du dich etwa erschreckt? Aber diese Schlafposition ist nun mal die gesündeste. Was? Auf dem Bauch? Ich glaube, da würde ich ersticken. Nee, danke. Lassen wir das lieber mal. Wie schlaft ihr denn? Also ich normalerweise entweder seitlich oder auf dem... Wirklich auf dem Rücken. Ich schlafe wirklich die meiste Zeit auf dem Rücken. Gesünder ist es trotzdem nicht als auf dem Bauch. Ich glaube, es gibt keine gesündeste Position. Hm. Sollte ein Schlafexperte dran. Egal. Viel wichtiger ist es, dass ich hier in der Nähe eine große Frucht entdeckt habe. Eine große Frucht? Essen! Ich komme hier aber nicht raus. Kannst du dir das an meiner Stelle mal ansehen? Ja, natürlich kann ich das, Brittany. Kein Problem. Jetzt will ich aber erstmal gucken... Oh, was ist das denn jetzt? Eine Frucht! Ui! Die ist ja noch größer, als ich gedacht hatte. Diese Frucht ist eine unglaubliche Entdeckung. Ich sollte sie von der Drake untersuchen lassen. Aber wie kriege ich sie dorthin? Junge! Du hast eine Armee von 44 tapferen Pikminzen. Betonung auf Minzen. Sie sind groß und mächtig und gewaltig und alles. Und die können Sachen transportieren. Und ich habe schon wieder irgendwo einen verloren. Mensch, Mensch, Mensch. Ah, ich konnte ein bisschen abkürzen. Deine Pikmin war noch weg. Wer ist sehr weit weg?
Und wir haben es jetzt trotzdem einfach geschafft. Was ist das denn? Was? Nein! Nein! Was zum? Wie kann ich noch fokussieren? Objekt geborgen. Wow, das ging schnell. Ich hätte nur 3 Pikmin da dran schicken sollen. Oh, Nachricht von der Drake. Ach cool, dass immer noch ein paar Elemente einzusehen sind, wenn man was auf dem Gamepad zu sehen bekommt. Analyse wird durchgeführt. Und wie immer kann man noch den Gegenstand in alle möglichen Richtungen drehen, damit man sich von überall angucken kann. Und für die, die es nicht wissen, wie eine Erdbeere richtig rum ist. Genau so. Die wachsen direkt aus dem Boden. Ah, Lehrauftrag erfüllt. Mal gucken, wer es geglaubt hat. Och Gott, das wäre schön, wenn das jemand glauben würde. Aber genauso würde ich in der Erdbeere... Habt ihr das gerade auch gesehen? Die ist in Luft geschossen. Sonnenkernbeere. Also der Computer ist wesentlich schlauer als die alten. Das muss ich dem lassen. Frucht enthält große Mengen an Pikamin U. Oh Gott, diese Handspielung. Frucht enthält außerdem mit dem Ökosystem von Koppai kompatible Samen. Der Saft dieser Frucht ist für Mitglieder des Forschungsteams trinkbar. Prognose delikat. Nice. Siehe auf das Gamepad. Ich lege für die Früchte, die wir sammeln, auf dem Cockpit eine Fruchtdatenbank an. Mach das. Da wird was geupdatet. Nice. Noch mehr Funktionen. Fruchtdatenbank. Eingesammelt. Ich weiß nicht sehr viel über Pflanzen. Ich werde Brittany bitten, in Zukunft die Analyse der Früchte zu übernehmen. Ja, aber erstmal müssen wir diesen komischen Typen hier vernichten. Und ich weiß immer noch nicht, wie man... Stein-Pikmin, Fels-Pikmin, was auch immer. Geil. Sind das auch Pikmin? Ja, sind es. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie sich bewegen können. Hm? Was machen sie da? Ich weiß es nicht. Wow, das klappt gut. Ich glaube, das sind meine neuen Angriffs-Pikmin. Geschafft, das war's. Die haben eine eigene Zwiebel? Oh, ich hätte nicht so viel abtransportieren dürfen. Das war, da war also eine Zwiebel drinne. Jetzt habe ich mehrere Arten von Pikmin und kann wählen, welche ich werfen möchte. Gleich notieren. Drücke L, ohne MIP zu berühren, und verwende MIP, um auszuwählen, wen du werfen möchtest. Okay, wird gemacht. Ich teile die Pikmin in Gruppen auf, indem ich sie mit Hilfe von MIP auf dem Gamepad alle gleichzeitig entlasse. Und dann... Erstmal, oh Gott. Bitte erstmal, och, den abtransportieren, gut, das klappt. Und Datendisk aufsammeln. Feld Pikmin 1. Eine besondere, harte Sorte Pikmin. Wirklich? Das ist mir noch nicht aufgefallen. So, Leute, ihr müsst mal kurz ein paar Sachen zerstören. Zerstören. Nice. Macht ihr gut. Und die sind gar nicht mal so langsam. So, aber jetzt erstmal pflücken. Und, oh Gott, wir haben nicht sehr viel Zeit, wie mir auffällt. Na? Das scheint perfekt getimt gewesen zu sein. Unglaublich. So, dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier noch in dieser Datendisk drin steckt. Ich meine, wenn sie gerade schon hier ist, dann können wir die auch mitnehmen. Sieh auf das Gamepad. Pikminologie 4. Neue Pikmin-Keime haben die Farbe der Mehrzahl der Pikmin, die die Beute zurückgetragen haben. In der Tat. Na gut, jetzt wissen wir es auch nochmal so. Ach, das ist praktisch. Ich muss gar nichts erklären. Das wird alles von dem Spiel übernommen. Das finde ich cool. Das ist richtig cool. Ich frage mich, ob wir uns später auch entscheiden müssen, welche Pikmin-Sorten wir mitnehmen. Ich meine, an sich habe ich jetzt nur eine Landefläche immer gesehen.
Von den zwei Landeflächen, die ich bisher gesehen habe. Ja. Aber na gut. Vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht wird das auch bald aufgeklärt. Ich weiß es nicht. Und die Hälfte des Tages ist erreicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen uns beeilen. Brittany, warte auf uns. Dein tapferer Held Recke wird bald kommen. Alter Schwede. Wie schwärme ich aus? Ach, jetzt kann ich ausschwärmen. Ach, geil. Wie habe ich das gemacht? Wie kann ich denn anvisieren? Felspigman 2. Felspigman richten höheren Schaden an, wenn sie auf Gegner geworfen werden. Das ist mir, glaube ich, auch schon aufgefallen. Bin mir nicht ganz sicher. Gibt's hier Gegner? Kann ich das gerade ausprobieren? Man weiß es nicht. Okay, aber hier gibt's noch eine Datendisk. Mitnehmen. Hinüberwerfen. Wirf einen Anführer an sonst nicht erreichbare Orte. Wir können Anführer werfen? Nice. Okay, das brauchen wir gerade noch nicht. Leute. Wie visiere ich an? Komm schon, ich will meine Felsen-Pikmin haben. Ja, so geht das schon besser. Go, go, meine Kleinen. Ihr macht das schon. Aber ernsthaft, wie mache ich das? Brittany erhalten. Was auch immer. Wie lasse ich die ausschwärmen? Ich hatte gerade diese Option nicht. Oh. Puh, endlich bin ich draußen. Ich bin nicht dafür gemacht, unter freiem Himmel zu schlafen. Außerdem habe ich Hunger. Huch, was sind das denn für Wesen? Gute Frage. Aha, Pikmin also. Irgendwie niedlich. Natürlich. Oh, Alf, sieh dir das mal an. Was denn? Megafrucht. Will haben. Das ist eine riesige Frucht. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Alles klar, wird gemacht. Los geht's. Ist okay, aber du brauchst noch ein paar Verbündete. Mädel. Anführer wechseln. Berühre blablabla auf dem Bildschirm und drücke map oder drücke nach unten, um bei einer aufgeteilten Gruppe den Anführer zu wechseln. Alles klar. Arbeitsteilung 1. Teile deine Gruppen in zwei Einheiten, um Arbeit effektiv zu erledigen. Habe ich vor. Aber erstmal müssen einfach nur ein paar drüber. So. Und jetzt nach oben bitte. Und es reicht schon. Leute. Ich weiß, ihr seid faul. Achso, ihr seid schon bei mir. Ach so, Entschuldigung, das hatte ich nicht gewusst. Moment. Warum tragen die das da lang? Gibt's hier keine Abkürzung irgendwie? Ach du Scheiße, da ist ein Gegner. Ich hoffe, die Mechanik ist gleich geblieben und die Pikmin, die wir dabei haben, überleben weiterhin. Das wäre schön. Da sind Spinnen. Nice. Genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Mach mal Zeug. Und wieder ausschwärmen. Wie kann ich das denn schnell machen? Neue Frucht erhalten, was auch immer es ist. Und ihr... Moment, Datendisk. Will haben. Zieh auf das Gamepad, schon wieder. Punktgefahr 1, ziel auf seine Augen. Was? Das ist neu. Ich glaube, das ist eine Lüge, aber okay. Wir nehmen es mal so hin. Ich hätte mich aufteilen sollen. Mist, 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 Mist. Wie teile ich auf? Okay.
Eigentlich lohnt sich aufteilen gerade noch gar nicht, aber... Warum komme ich hier nicht weiter? Ach ja, Anführer wechseln. Moment, wir müssen hier nach oben. Ein Moment, das dauert gar nicht lange. Auf jeden Fall ist da was drin, was 20 Stärke braucht. Ich hoffe, wir haben so viel dabei. Ach nee, das sind einfach nur die. Okay, na gut, dann holen wir jetzt noch kurz die anderen Pikmin. Mitkommen und Zeug machen. Moment. Das habe ich richtig gesehen. Ha! Nein, 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 nein. Es gibt da nichts mehr zu holen. Pigmente! Bitte kommt mit. Da oben gibt's nichts mehr. Leute, Leute. Ihr Problemchen. Ich frage mich, ob meine anderen Pigmente jetzt schon durchgekommen sind oder ob die noch irgendwo auf dem Weg rumdümpeln. Nee. Sind gerade auch schon dran. Schon da, meine ich. Sehr schön. Bald geht die Sonne unter. Die Pikmin, die dann keinen Anführer folgen, sind leichte Beute für die nachtaktiven Kreaturen. Oh, das wird sogar angezeigt. Die Pikmin, die in der Nähe der Zwiebel sind, sollten in Sicherheit sein. Sieh auf das Gamepad. Pikminologie 11. Pikmin sind bei Sonnenuntergang nur in Nähe der Zwiebel oder bei Anführern sicher. Ich sollte besser die Pikmin zurückrufen, die gerade nicht in meiner Gruppe sind. Wer hat sie denn da schon wieder abgespalten? Leute! Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einige sind noch auf dem Weg irgendwie und transportieren irgendwie noch was ab. Einen haben wir noch hier? Aber ich sehe jetzt gerade nicht, wo die restlichen alle noch sein sollten. Wie viele fehlen nochmal? Ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Oje, oje. Frucht erhalten. Okay. Das sind irgendwie weniger, als ich erwartet habe. Okay. Brittany, bleib einfach mal da. Alf geht jetzt einfach mal kurz los und macht Zeug. Ich sehe jetzt aber wirklich gerade gar nichts auf der Karte. Moment. Das gucke ich mir mal kurz im... Nein, Moment. Darum muss ich mich gewöhnen. Wenn ich jetzt diesen Time-Modus anmache, dann darf ich nicht mit dem Digipad steuern, sondern ich muss touchen. Da kann ich nicht lang, da kann ich nicht lang. Ich sehe jetzt aber auch keine Pigments. Sind die noch alle da drin? Ja! Warum sind die noch da hinten? Och, Leute... Oh, naja gut, eigentlich sind sie ja direkt in der Nähe und es passt schon alles, aber... Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Leute. Mach mir doch keine Panik. Aber an sich haben wir dann alles hier geholt, was man überhaupt holen kann, oder? So an sich. Und da sind schon die ersten mit einer Knospe. Ah! Cool. So. Wir haben insgesamt 7 dabei. Wir haben noch 10 Sekunden. Das ist mir alles zu unsicher. Wir haben jetzt 65 hier dabei. Wir haben 7 hier dabei. Alle sind im Besitz eines Anführers und in der Nähe des Zwiebel, der Heimatzwiebel. Sollten also eigentlich alle überleben. Und wir haben Früchte gesammelt. Moment, das will ich mir nochmal kurz angucken. Die Früchtepedia, die man nicht auf dem Bildschirm sehen kann. Hm. Na gut, dann halt nicht. Dann aber nochmal kurz schnell ein Foto. Nein! Hilfe! Abbrechen. Oh. Es ist immer noch genauso cool wie in Pikmin 1 und 2. La 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 la
Das freut mich. Das freut mein Gamerherz. Sieh auf den Fernseher. Oh Gott, es ist ein Punktkäfer. Gamepad, du hast mich gewarnt. Vielen Dank. So, dann würde ich jetzt gerne mal unseren Tagesbericht sehen und ich denke, wir sind eigentlich schon ziemlich erfolgreich gewesen. Kann ich mal so sagen. Warum glühen die jetzt so? Verstehe ich nicht wirklich. Was? Oh, sie nähern sich an. Die Zwiebeln verschmelzen. Sehr interessant. Gibt's jetzt nur noch eine Zwiebel? Dann analysieren wir mal die Reste. Den Rest. Versaften! Gelbsaurier. Verstehe ich nicht. Okay. Da vorne ist das Auge. Und da hinten ist das kleine Stummelschwänzchen, mit dem es sich fortbewegt. Es ist eine Amöbe. Genauso bewegt es sich fort. Der Gelbsaurier. Gut, dann versaften wir ihn einfach mal. Es ist ein gelbes Etwas geworden. Wie viel bringt es ein? Zwei. Nee, anderthalb. Es ist wieder eine Sonnenkernbeere. Rakete. Cool. Hat das jetzt nicht gereicht? Oder warum? Was ist hier los? Ah, okay. Gut, wir merken uns also... Eine Erdbeere gibt eine Einheit und eine Zitrone gibt anderthalb. Cool. Ich teile dann mal die Ration ein. Alf kommt auch ruhig mit etwas weniger aus. Alter, wie gemein. Verbrauchen wir jetzt zwei Einheiten, weil wir zwei Personen sind, oder? Ich würde sagen, unsere Vorräte dürfen noch eine Weile reichen. Nee, wir verbrauchen immer nur eine Einheit. Okay. Ja gut, damit kann ich leben. Wir kriegen sehr viele mehr Pikmin dazu, das ist cool. Ach so, okay. Nee, Moment, ich verstehe es nicht ganz. Warum wurde am Anfang direkt entsaftet und jetzt am Ende nur noch direkt am Ende des Tages? Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Auf jeden Fall das Wichtigste ist, bisher haben wir keine Pikmin verloren. Das freut mich wirklich sehr. Und Alf klebt wieder am Fenster. Als wir die Frucht zur Drake zurückgebracht und analysiert hatten, stellte sich heraus, dass sie für Bewohner von Koppai essbar ist. Vielleicht gibt es auf diesem Planeten noch viele weitere derartige Früchte. Jetzt, da ich auch Brittany wiedergefunden habe, wage ich es, endlich wieder ein wenig Hoffnung zu schöpfen. Alf. Guter Junge, Alf. Also ich muss schon sagen, das Spiel macht Spaß. Speichervorgang. Beendet. So, Tag 3. Aber an sich haben wir doch jetzt schon alles gesehen, oder? Habe ich jetzt was essentiell Wichtiges verpasst? Endlich haben wir auf diesem Planeten Nahrung gefunden. Oh ja, und dieser Fruchtsaft schmeckt wirklich ausgezeichnet. Das waren auch eure Notrationen. Leute! Das stimmt. Etwas Vergleichbares existiert auf Koppai nicht. Es gibt sicher noch mehr davon. Wir müssen weitersuchen. Warum hat die eigentlich so eine spitze Nase? Die erinnert mich ja irgendwie so an die... Spießkäfer, nenne ich sie einfach mal. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie heißen. Wir müssen unbedingt... Ja, ich weiß. Der Überlichtschlüssel. Ohne ihn können wir nicht zurückkehren. Also, was ich meinte war, wir müssen doch den Captain retten. Genau, retten. Ah, richtig. Den Captain. Unbedingt. Wie konnte ich den vergessen? Tja. Dieses Signal. Was könnte das sein? Das müsste der Captain sein. Schnell, wir müssen ihn retten. Ja, das sollen wir tun. Am Ende behält er die ganzen Früchte noch für sich. Ja, natürlich, das wäre auch meine größte Sorge, dass der Captain alle Früchte des Planeten für sich selbst einbeheimst. Aber na gut, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Steuerung einlesen. Und wenn ich Glück habe, habt ihr mir schon längst in die Kommentare geschrieben, wie ich irgendwie zu spielen habe. Und dann kann ich mich vielleicht schon darauf einstellen, wie ich zu spielen haben muss. Egal. Wird schon passen. Auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch morgen wieder dabei, wenn es wieder das Let's Play Pikmin 3. Bis dahin und ciao, ciao.